Hallo liebe Comicfreunde, hier ist der Earl. Bei meiner Beschäftigung mit europäischen Comicmagazinen fällt das heutige Heft ein wenig aus der Reihe. Schon allein, weil das hier natürlich kein Original ist, sondern ein Faksimile. Ich hatte die 750 Euro. Ich habe wirklich genau dieses Heft neulich bei eBay gesehen und da möchte jemand tatsächlich 750 Euro für haben. Ob er das bekommt oder sie, das steht natürlich auf einem ganz anderen Stern. Aber ja, so habe ich mir dann das für schlappe 39 Euro hier so ein Vierer-Paket gegönnt. Ist jetzt gerade aktuell erhältlich. Ist natürlich auch ein bisschen heftig für vier so dünne Heftchen. Dennoch, die sind wirklich gut gemacht. Auf einem matten Papier, das einem auf der einen Seite diesen Nostalgiefaktor beschert, dass man denkt, man hat hier wirklich altes Papier so in der Hand, beziehungsweise es wirkt so ein bisschen, so könnten die damals auch original im Kiosk erhältlich gewesen sein. Schätze sogar, dass das Papier heute ein bisschen fester ist. Sehr schön auf jeden Fall, habe das nicht bereut, die zu kaufen. Das sind natürlich jetzt nicht die Fix und Foxy Hefte in meiner Jugend. So alt bin ich nun auch wieder nicht, weil die Hefte, die ich da habe, die müssten alle von 1956 sein. Insgesamt erschienen Fix und Foxy von 1953 bis 1994, also schon ganz schöne Zeit lang. Die Hochphase war zwischen 1960 bis 1972. Da erschienen so 400.000 Exemplare oder bis zu 400.000 Exemplaren. Am Anfang war das natürlich nicht so. Da musste sich erstmal Fix und Foxy durchsetzen. Rolf Kauker, der Verlagsinhaber, hat angeblich die Figuren selber gezeichnet oder selber entworfen. Gezeichnet wurden sie von einem Dorul van der Heide, welcher wohl ein Münchner mit niederländischen Wurzeln war. Die ersten Fix und Foxy-Geschichten erschienen in einem Magazin von Rolf Kauker herausgegeben, namens Till Eulenspiegel. Und dann auch erstmal alle vier bis drei oder so zwei wöchentlich vielleicht mal maximal. Erst später regelmäßig zweiwöchentlich und ab 1957 bis zum Ende 1994 immer wöchentlich. Insgesamt wurden über diese Zeit hier insgesamt 300 Millionen Hefte verkauft. Also das ist, denke ich, in Deutschland unerreicht. Also vielleicht Mickey Mouse von Disney-Konzern. Da sind wir jetzt schon gleich beim nächsten Thema. Disney. Fix und Foxy, die leben in Fuchsenholzen oder Fuchsholzen ja, sind Geschwister. Dann gibt es so einen seltsamen Kasper, der immer querschießt und der doch sehr Goofy-ähnlich ist. Und die, ja, wer denkt nicht auch ein bisschen an Tick, Trick und Track oder nur Tick und Trick oder wie auch immer bei Fix und Foxy? Ah, wer ist denn jetzt blau und wer ist gelb? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Tick, Trick und Track. Das müsste man eigentlich wissen. Wartet mal. Ja, der gelbe ist Fix. So. Der blaue ist Foxy. Bei Tick, Trick und Track wechselt die Farbe ja bekanntermaßen immer wieder und irritierenderweise zwischen den Comics. So, dass man sich schon gefragt hat hier in bei Donaldisten, was steht dahinter? Sind das, ist das eine Schwarmintelligenz, die drei oder so? Das wird in wissenschaftlichen Berichten in dem Donaldisten sehr unterhaltsam untersucht. Aber ich schweife extrem ab, auf jeden Fall. Ich fand als regelmäßiger Fix- und Foxy-Leser, und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich war ein ziemlicher Rolf Kauker-Junkie. Von der Menge her, rein quantitativ, war Fix und Foxy der Großteil meiner Comicaufnahme als Kind. Das Ips und Zack und so die Comicgeschichten enthielt, die länger bei mir haften blieben. Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Aber ja, letztendlich hat auch Fix und Foxy später, zumindest ab den 60ern und dann natürlich auch in den 70ern, wo ich dann so langsam eingestiegen bin, andere Reihen da drin gehabt, wie die Schlümpfe, Spirou, Gaston, die Minimenschen und so weiter. Was natürlich die Attraktivität dieser Comic-Hefte dann stark erhöht hat. Meistens nicht unter dem Originalnamen. Johann und Pfiffikus zum Beispiel waren Prinz Edelhard und Kukuruz. Sophie hieß die lustige Lilly und so weiter und so fort. Aber in auch in späteren Fix und Foxy-Geschichten, hier ist das noch nicht so der Fall, gibt's auch einen Professor Knox, der doch verdammt ähnlich einem Daniel Düsentrieb ist. Wir haben auch so einen Dagobert-ähnlichen Charakter und vor allem Oma Eusebia, die jetzt nun Oma Duck nun extrem auch so vom Charakter her ähnelt. Also es gibt ganz viele Ähnlichkeiten zwischen Fuchsholzen und Entenhausen, ohne dass man jetzt wirklich sagen könnte, das wäre jetzt ein 1:1 Rip-Off oder so. Aber es für, letztendlich war Fix und Foxy das deutsche Mickey Mouse. Das kann man wirklich mal so einfach behaupten. Redaktioneller Beitrag. Hier haben wir ein Ferienrätsel und ich wiederhole mich da vermutlich jetzt über meine Videos, wie viel Text die Menschen damals lesen mussten und durften auch. Und dieses Ferienrätsel, wo es um Eigenschaften deutscher Städte ging und dann sollte man die eintragen und dann gab es ja auch irgendwie, weiß nicht, ob ein Lösungsrätsel oder so weiter. Ja, also man konnte ein Fahrrad gewinnen und Fußbälle und so. Also relativ anspruchsvoll, wenn man das heute in einer Jugendzeitschrift auch für Ältere versucht. Ich glaube, man würde keine Zuschriften kriegen, weil die Aufmerksamkeitsspanne, ich wiederhole mich da, aber das ist wirklich ein Phänomen unserer Zeit und ich nehme mich da selber ja auch gar nicht aus. Unsere Aufmerksamkeitsspanne, die liegt halt, die ist da schon irgendwo zu Ende und dann, also ersten Absatz und dann, ja, blättert man halt um oder klickt weg oder was auch immer. Ne? Was ich wirklich schön finde, sind diese ganzseitigen Illustrationen, die zu dem Thema passen und wo wir ja schon mal bei Rip-Off sind. Ich meine, kommt euch ein wenig diese Rakete ja, bekannt vor, auch auf dem Titelbild. Nennen wir es mal vorsichtig und netterweise Hommage. Sorry. Aber das hier, das Heft, wie gesagt, kam 1956 raus. Ich habe nochmal geguckt. Hätte ja auch sein können, dass das zuerst da war. Nein, Hergés, Tim und Struppi, Die Reise zum Mond war, also die deutsche Veröffentlichung auch, die war Anfang der 50er Jahre. So, nennen wir es Hommage oder einfach dreiste Kopie. Aber Fix und Foxy, auch thematisch ein wenig, das ist natürlich hier so die, das ist die Schrumpfversion der oder die naive Version des Tim und Struppi Comics. Die beiden gehen und ich glaube, ja genau, aufgrund einer Radiomeldung zu diesem Professor Dr. Luftikus, der auch ständig eine, das finde ich ganz schön, eine bestimmte Sprache hat. Er spricht da immer so indirekt an, was wünscht man? Es ist nötig, dass man auf Widerstandsfähigkeit geprüft werde und dann werden Fix und Foxy da in so eine Apparatur gequetscht. Man wird sehen, ob man den Startdruck aushält. Super charmant, super lustig, finde ich eigentlich. Ihr seht auch hier, wie bei den lustigen Taschenbüchern. Ich habe das gar nicht so verfolgt. Ich glaube, die neueren sind durchgehend farbig. Aber hat man hier immer aus Kostengründen immer zwei Seiten schwarz-weiß und in Grautönen auch. Und zwei Seiten farbig im Wechsel. Lupo ist richtig schön gezeichnet. Muss ich gleich vorneweg schicken, dass das nicht durchgängig bei den anderen Heften ist. Also wenn ich nur die anderen drei Hefte hier gehabt hätte, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Auch Fix und Foxy sind hier nicht so gut gezeichnet, auch wenn ich Lupo hier vergleiche. Ich kann euch leider über, das ist eine schöne Seite trotzdem, über die Zeichner nicht so viel sagen. Rolf Kauka hatte verschiedene Zeichner aus Jugoslawien und Spanien und sonst wo am Start. Und
In den Heften finden sich hier, also in den anderen, was ich euch jetzt so ein bisschen erspare, finden sich auch viele Füllergeschichten, wie ein illustriertes Aschenbrödel oder hier direkt aus einem Zeichentrick die einzelnen Bilder. Und kann man sich ja vielleicht ein Daumenkino draus basteln, aber nein, dafür sind dann fehlen da doch die Zwischenbilder. Also das ist echt richtiges Füllermaterial. Im Gegensatz zu einer Doppelseite, die ich dann doch gefeiert habe, weil ich von den ganzen verschiedenen Nebencharakteren im Rolf-Kauka-Universum bestimmt ganz viele Pauli-Geschichten gelesen habe. Und das ist eine frühe Version von Pauli, also dem Maulwurf, der hier aus der Straßendecke da rauskommt und ein bisschen rumtobt. Ist auch ganz nett gezeichnet. Also diese Doppelseite ist eine sehr frühe Version von Pauli. Es gibt ja verschiedene Reihen, die in Fix und Foxy ihren Ursprung hatten, beziehungsweise auch ähnlich den Disney-Geschichten, hat sich das nach und nach ausgeweitet. Es gibt eben nicht nur Knox, den Erfinder, sondern auch Mischa, den Astronauten und so weiter und so fort. Okay, also jetzt fliegen sie hier in einer Rakete, die dann doch anders aussieht als die Hergé-Rakete. Zum Mond. Lupo wird irgendwie, schafft es da, sich irgendwie reinzuschleichen und mitzunehmen. Das ist auch eine sehr lustige Version. Ich meine eigentlich, so wie seine Augen da andeuten, müsste er nun eigentlich auch ein bisschen stranguliert da aussehen, aber anscheinend geht diese Transportmöglichkeit. So, sieht so wirklich aus, als ob er das um den Hals hätte. Aber er wird reingezogen von den guten Fix und Foxy und dann landen sie auf dem Mond und Lupo hat natürlich nichts anderes zu tun als die Juwelen. Also er ist so ein bisschen Kater Carlo, was auch durch die Bartstoppeln da angedeutet ist. Bartstoppeln können nur Fieslinge tragen, naja, und durchgeknallte Professoren. Okay, also er sammelt da die Edelsteine ein, will nicht teilen und fliegt alleine zur Erde zurück. Mit einem Sack voll Edelsteinen. Und im Prinzip bringt er ja dann damit dann Fix und Foxy um oder überlässt sich ihrem Schicksal, die haben natürlich, können ja nicht sterben, schaffen es irgendwie sich da anzuklinken auf eine ähnlich dubiose Art und Weise, werden sie mitgeschleift mit dem Raumschiff und landen dann mit einem großen Kavum und Spoilers, die ganzen schönen Juwelen, ach ja, hier wird Lupo wird auch noch bei seinem Heimflug geholfen von amerikanischen Astronauten, die da 1956 schon in der Atmosphäre zugange waren, natürlich. Da hast du aber Schwein gehabt, das ist hier eine amerikanische Weltraumstation. Keine Bange, Old Boy, das geht prima, prima. Und dann fliegt er nach unten und die ganzen Juwelen sind verkohlt zu Kohle. Und Lupo macht eine Kohlenhandlung auf, schön geschrieben. Kohlenhandlung und Fix und Foxy, da ist natürlich ein Kinderheft, alle haben sich wieder versöhnt. Du hast uns versucht, auf den Mond zurückzulassen und umzubringen, aber macht ja nichts. Schwamm drüber. Ja, und dann haben wir hier noch eine andere Geschichte aus dem Fuchs-Holzner Universum oder Fuchs-Holzner Gebiet, wobei ich glaube, Fuchs-Holzen wird dann auch erst in späteren Fix und Foxy Heften so genannt. Hops und Stops und ein bisschen Knox. Also, sonst könnte man das wohl kaum Magazin, wenn wirklich nur ein Comic drin ist mit einer Geschichte. Ich weiß es gar nicht. Ich will das jetzt ja hier auch nicht zu engstirnig sehen. Zum Schluss noch ein kleiner Werbecomic, der zeigt, dass man auch mehrere Hefte von Fix und Foxy kaufen kann. Dann gewinnen wir auch die schönen Preise. Ja, auf Wiedersehen in 14 Tagen. Was jetzt die Nummer 32 sagen soll, weiß ich nicht. Vielleicht ist das quasi die 60 minus der ganzen Till- und Eulenspiegelhefte vorher, in denen Fix und Foxy erschienen ist. Ich weiß es nicht. Ja, also
Wie gesagt, tanzt ein bisschen aus der Reihe, weil ich jetzt hier euch kein Originalheft zeigen konnte. Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen mit einem hohen Nostalgiefaktor, wenn ihr ähnliche Kauka-Junkies wie ich gewesen seid, vielleicht ja schon auch das Geld wert, sich diese Hefte anzuschaffen. Also ich finde eigentlich schon dieses Heft hier mit diesem wahnwitzigen Rip-off-Cover da im Titelbild, das finde ich schon toll. Also einfach dreist und lustig zur gleichen Zeit. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Montag natürlich.